Ja, wir sind hier in der wunderschönen Schorfheide am Griemnitzsee, Althüttendorf, 28. Januar. Aktuell stabile 2 Grad und wir mal probieren, wie es sich anfühlt im See, der hinter mir ist. Und bei 1 Grad Wassertemperatur. Stelle gefunden, wo aktuell kein Eis ist, beziehungsweise Badehose an. Los geht's. Auf geht's. Rein ins Wasser, 1 Grad, etwas Eis ist hier vorne. Wunderschöne Grimnitzsee. Ja, so ein Vorteil bei 1 Grad Wassertemperatur ist natürlich auch, ist hier nicht so überlaufen und ja, man hat hier viel Wasser für sich alleine. Da ist ja auch keiner so bescheuert wie hier. Ja, dann gucken wir mal. Alles Eis. Das hat mich gerötet. Na, wie ist das Wasser? Also, 1 Grad Wasser. In der Titanic, Jack sagte es, die 1000 Nadelstiche, ja, so in etwa fühlt es sich auch so an. Aber Challenge gemacht. Und ja, jetzt gibt es einen warmen Tee, jetzt ziehe ich mich erstmal an und probiere irgendwie in meine Gliedmaßen wieder etwas Gefühl zu bekommen. Okay. So, wieder angezogen. Herrliches Gefühl. Und ja, jetzt gibt es einen warmen Tee. Die Schuhe komme ich nicht rein. Ich laufe jetzt meinen 200 Meter barfuß. Und hat sich der Lack. Winter war das ja schon vorbei. 1 Grad Wasser. Ja, alles okay. Jetzt geht's.
laufe den Weg jetzt dann noch barfuß zurück. Also hinten, da ist irgendwo das Wasser, genau. Weil ich jetzt eh irgendwie, ja, jetzt machen wir das Kneipen hier komplett und härten mal die Mammutfüße ab.